Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: CM Punk über seine Möglichkeit für den Rumble-Sieg. Außerdem hat Edge nochmal darüber gesprochen, wie die Möglichkeit besteht, dass er im Rumble ist. Zusätzlich auch noch die Verteilung im Rumble. Es gibt neue Matches, auch für Worlds Collide. Alles jetzt hier. Heute beginnen wir mit einem kleinen Update zu Jeff Hardy. Dieser ist ja momentan in Pause, da er ja gerade seine Beinverletzung kuriert. Allerdings hat er ja während dieser Pause auch so ein paar Schlagzeilen gemacht in die Negativrichtung, zum Beispiel mit der Polizei. Und da gab es jetzt auch eine neue Ansetzung für den nächsten Gerichtstermin von dem Vorfall, der im Oktober stattgefunden hat. Denn Jeff Hardy wurde am 3. Oktober festgenommen wegen Trunkenheit am Steuer. Hatte dort ja auch eine blutige Nase und dann gab es ja die Spekulationen wegen häuslicher Gewalt und so weiter und so fort. Jetzt gibt es den Termin für die Anhörung und diese ist am 6. April. Also einen Tag nach WrestleMania, also einen Tag wo Raw After Mania ist, auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall wird die WWE meiner Meinung nach abwarten, wie sie Jeff Hardy einsetzen, wenn er jetzt wieder genesen ist, nach genau diesem Fall. Denn wenn er wirklich hier irgendwie verurteilt wird oder sowas, dann gibt es dann wieder Negativpresse und so weiter und so fort. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man Jeff Hardy noch ein bisschen zurückhält, obwohl die Fans ihn natürlich sehen möchten. In der Öffentlichkeit geht man jetzt erstmal damit um, dass Jeff Hardy seine Dämonen erstmal wieder besiegen muss und sich da halt quasi mit sich selbst erstmal beschäftigen muss, um das Ganze erstmal wieder auf die Reihe zu kriegen, damit sowas nicht schön wieder passiert. Obwohl so ein Rumble-Auftritt theoretisch immer gehen würde. In der letzten Smackdown-Episode war ja Kane überraschend da. Der war zwar angekündigt, deswegen ist die Überraschung nicht so groß gewesen, aber trotzdem war es überraschend, dass er da war, weil warum? So einen richtigen Sinn hatte es auch nicht und von daher, was sollte das? Aber hier gehen natürlich die Gerüchte zum Rumble, denn wenn er sowieso schon die meisten Eliminationen im Rumble-Match hat, kann man natürlich davon ausgehen, dass Kane auch dieses Jahr im Rumble-Match sein wird, dass er das Ding natürlich gewinnt. Gehe ich mal eher nicht davon aus, denn wir wissen ja, der hat politisch einiges zu tun. Deswegen, der wird nicht da bleiben und zu WrestleMania ins Main Event fahren, um The Fiend vielleicht zu besiegen. Denke eher nicht. Dann hat NXT UK sich ein neues Talent unter den Nagel gerissen und zwar Valkyrie, eine Nachwuchswrestlerin, die eigentlich hierzulande recht bekannt ist, denn sie war zum Beispiel schon mal GWF und WXW, das heißt die deutschen Wrestling-Fans haben sie schon einige Male im Ring sehen können und Valkyrie hat jetzt einen NXT UK-Vertrag unterschrieben. Nachdem Jessie Gabbard raus ist, kann man den Vertrag quasi weitergeben. Am Samstag wird ja Worlds Collide sein, also das, was man beim Fan Access Fest vom Rumble aufzeichnen wird, also NXT gegen NXT UK, so einen kleinen Vorab-Pay-Per-View für den Rumble, fürs Rumble-Wochenende. Und hier ist es so, dass ich erstmal heute Abend um 20 Uhr einen Livestream machen werde, wo ich die Matches für Worlds Collide in WWE 2K19 nachspielen werde, denn 2K20 regt mich zurzeit so auf, diese verpackte Sache, die das mit den Community Creations nicht auf die Reihe kriegen, kann ich dieses Spiel leider nicht weiterspielen. Deswegen gehe ich erstmal zurück und spiele wieder 2K19. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich eher freuen. Auf jeden Fall gibt es heute Abend einen Livestream. Darüber wollte ich aber gar nicht reden, das ist jetzt nur nebenbei. Sondern es wurde noch ein weiteres Match bestätigt, was eher ein bisschen willkürlich wirkt. Und zwar haben wir Mia Yim gegen Kaylee Ray. Also halt einfach mal so ein Frauenmatch. Das Ganze ist sogar in der Kickoff-Show für Worlds Collide. Das heißt, wir bauen Worlds Collide wirklich als ganz normalen Takeover-Pay-Per-View auf. Das heißt, diese Veranstaltung wird dementsprechend groß werden und sollte deswegen auch geguckt werden. Finn Balor hat über Twitter einen kleinen Hint gegeben auf die Möglichkeit, dass er Nummer 30 im Rumble sein könnte. Und zwar hat er erstmal generell irgendwas zu sich gepostet, daraufhin hat Kurt Hawkins gepostet, dass er ihn vermisst. Woraufhin Finn Balor twitterte, "See you Sunday." Und das E war eine 3 und das O in U war eine 0. Könnte es sein, dass Finn Balor Nummer 30 im Rumble ist? Ja, könnte sein. Aber das würde jetzt nicht unbedingt Aufschluss darüber geben. Trotzdem, naja. Dann gibt es noch ein Match, was noch kurzfristig auf die Royal Rumble Matchcard kam. Und zwar Andrade wird seinen US-Titel verteidigen gegen Humberto Carrillo. Und beim Rumble Match können wir gleich mal bleiben. Denn aktuell sind für das Rumble Match
24 Leute bestätigt und 6 Leute nicht. Jetzt wissen wir ja schon, dass NXT Superstars mit im Rumble sein werden. Das heißt, 6 Plätze bleiben nur noch für NXT und für alle möglichen Gastauftritte und Überraschungsentries. Das ist nicht wirklich viel. Das hat man in den letzten Jahren auch immer gemacht, dass man zu viele Leute für das Rumble-Match im Vornherein bestätigt hat, sodass man sehr wenig Platz für Überraschungen hatte. Damit wurde das Rumble-Match halt immer uninteressanter, weil du halt schon wusstest, wer da alles mit drin ist. Und das ist halt schade. Und dass generell nur 6 Spots für NXT frei sind, ist halt auch irgendwie wenig, da ja NXT gerade der 3. Brand neben Raw und SmackDown sein soll und dafür dann halt nur 6 Plätze, minus noch den Leuten, die halt noch dazukommen. Also CM Punk natürlich. Übrigens hat The Rated R Superstar Edge jetzt auch nochmal über das mögliche Comeback im Rumble gesprochen und meinte erstmal, Leute, ich werde nicht im Rumble-Match sein. Dazu dann auch noch die Aussage, ja, aber du hast doch einen neuen WWE-Vertrag unterschrieben und du bist doch gesund und du könntest doch. Und er, das stimmt nicht. Er hat keinen neuen WWE-Vertrag unterschrieben. Keine Ahnung, wie diese ganzen Gerüchte denn immer durchs Internet kursieren. Aber Edge meinte, dass er keinen neuen WWE-Vertrag unterschrieben hat, dass er zwar so an sich fit ist, aber nun mal trotzdem die Situation ist, dass die WWE-Ärzte ja da okay geben müssen. Und ja, damit stehen wir momentan genauso wie vorher auch. Wird also eher schwierig mit Edge. Dann kannst du natürlich wieder sagen, ja, aber er muss ja das sagen. Ja, natürlich muss er das sagen, um die Überraschung nicht zu versauen. Aber selbst wenn was dran ist, was soll man sagen außer nein? Dann gibt es ein kleines Verletzungsupdate zu Rey Mysterio. Da hatte ich ja in der Raw Review schon drüber gesprochen, dass der eine Bump von der Leiter ein ziemlich hartes Ding war. Beziehungsweise nicht mal von der Leiter, aber von dieser Halterung, wo er sich fallen lassen hat auf Andrade. Und daraus eher eine Powerbomb als eine Hurricane Rana wurde. Und hier ist es so, dass Rey Mysterio sich nicht wirklich schwer verletzt hat. War natürlich ein harter Bump, den er hier nehmen musste. Aber Rey Mysterio hat sich nicht verletzt, wird also nicht pausieren oder sonst irgendwas. Ist soweit fit. Dann gab es jetzt einen besonders schweren Fall von Vandalismus. Und zwar gab es in New York in der U-Bahn-Station ein großes Plakat für NXT. Und irgendjemand hat sich gedacht, komm, das verschändeln wir mal. Und hat einfach komplett All Elite Werbung drüber gesprüht. Und zwar hat er drauf geschrieben, AEW, Be Elite. Und halt statt dem USA Network hat er TNT hingesprayt. Ist natürlich irgendwie ein passender Vandalismus, obwohl die Sache an sich natürlich trotzdem scheiße ist. Dann gab es gestern ja wieder die WWE Backstage-Episode und diese war mit CM Punk. Sehr interessant, diese Woche bei Raw wurde über diese Backstage-Episode Werbung gemacht. Allerdings wurde CM Punk nicht genannt, obwohl CM Punk seit Monaten für genau diese Episode erwartet wird und auch beworben wird und alles, hat man bei Raw darauf verzichtet, den Namen CM Punk zu nennen. Ist ja auch recht interessant. Auf jeden Fall ging es denn durchs Internet, dass die WWE CM Punk geblacklistet hat, dass sie ihn zwar hier bei Backstage einsetzen, aber auf jeden Fall nirgendwo im Produkt erwähnen möchten. Ob da was dran ist, muss man halt auf längere Sicht sehen. Trotzdem könnte es sein, da ist ja nun mal einiges vorgefallen. Trotz allem fand die Episode mit Punk auch statt und alle haben über ihre möglichen Sieger im Rumble-Match gesprochen und Christian wählte Brock Lesnar, was natürlich sein könnte. Paige wählte Otis. Okay. Und CM Punk meinte, dass seine Meinung für den Rumble-Sieger Keith Lee ist. Der Typ hat's einfach drauf und der sollte auf jeden Fall so einen großen Sieg mit nach Hause nehmen. Deswegen sein Tipp Keith Lee. Finde ich eigentlich ziemlich interessant, da ein bisschen in Gedanken rumzuspielen. Aber wir wissen, es wird nur einen geben. Jo Freunde, dann war es das auf jeden Fall erstmal mit den News. Daumen nach oben wäre natürlich wunderschön. Ansonsten ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und natürlich Kanalmitglied werden. Dann kriegst du auch noch mein Video zu der dieswöchigen Raw-Episode, wo ja doch einiges wieder passiert ist. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Vielen Dank noch an meine Kanalmitglieder Julius Böcke, Jürgen Döll, Bananaklatsche, Ellie Carter und Ralf Kalina. Vielen Dank für euren Support.
Wie gesagt, an alle anderen, gerne Kanalmitglied werden und hier weiterhin diesen ganzen Content supporten. Es gibt am Sonntag auch noch einen fetten Royal Rumble Stream. Wir gucken zusammen natürlich den Rumble. Wer da also Bock drauf hat, gerne am Sonntag einschalten. Preview, Review, kommt alles noch. Auch zu Worlds Collide werde ich dann noch was machen. Deswegen checkt das alles aus. Ich wünsche euch was. Macht nicht mehr so dolle, haut rein und ciao.